Info! Jede Burg wird circa 5 Minuten angeschaut von mir. Ich habe eine Stoppuhr hier. Alle gezeigten Burgen werde ich in der Videobeschreibung auflisten. Dort könnt ihr dann sehen, ob eure Burg gerade dran ist. Bitte nur eigene Burgen zum Anschauen anmelden. Dies könnt ihr tun per PN, über YouTube in den Kommentaren unter dem Video oder halt über Skype, wenn ihr mich in eurer Liste habt. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Burgenfolge, nämlich jetzt haben wir schon die Burgenfolge 7. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt auch schon ein neues Intro, yay. Fangen wir auch schon gleich mit der ersten Burg an. Stoppuhr läuft, geht ja schon gut ab. Die Burg heißt Lena mag Eis. Ja, wer mag denn keiner? Ist von den, habe ich jetzt mal, Royal Ravens Junior. Die Roy Ravens Junior. Lena mag Eis. Okay, Lena, du hast hier einen Goldkoloss drin. Soll ich vielleicht mal einspielen, was die Susi da, also die Aberdeen dazu gesagt hat? Zu Goldkolossen im kleineren Level. Nicht gut, eher halt hier auf wirklich halt Ausbau, was du halt Ausbau machen kannst. Und später auf jeden Fall die ganzen Kolosse, die könnt ihr alle halt später bauen, wenn ihr halt ausgebaut seid, so ungefähr. Dein Farmhaus ist das höchste, sehe ich hier auf 8. Ich glaube, das ist alle auf 8. Das ist schon mal nice. Und du hast hier auch noch alle Steinbrüche und so auf 1. Hast auf jeden Fall ganz, ganz viel Deko drin. Also bist auf jeden Fall schon aktiv mit deinem kleinen Level, Stallung 1. Und halt hier auch schon den Sagen des Vogels, des Grauens. Habe ich hier irgendwie einen Vogelsound? Ich muss mal kurz, ich habe hier noch Halloween-Sounds. Ein Vogelsound möchte ich. Oh, ich habe hier, glaube ich, einen, habe ich. Ui, der Vogel des Grauens. Ich habe auch einen Wolf. Ja, der Vogel des Grauens. Die Hexe passt immer. Die Hexe passt einfach überall. Egal was macht, die Hexe passt einfach immer. Ja, die Hexe. Toll. Okay, ich guck einfach mal weiter. Die nächste Burg. Du hast hier aber nur 3 Burgen, von daher. Hau ich mal in deinen AP rein. In deinen AP. Okay, im AP bist du weniger aktiv. Da hast du hier auf jeden Fall schon ein paar Parks drinne halt. Feuerwache 1, Stallung 1. Hast du ja auch einen Wachturm. Zweiten hast du übrigens in deiner Hauptburg nicht. In deiner Hauptburg hast du keinen Wachturm, Lena. Nein, doch, wohl, wahr. Bäckerei 2 hast du hier. Wow. Ich denke mal, hier noch mehr Deko. Aber ich weiß auch nicht, ob du den halt wirklich nachher noch eine behalten willst. Oder hast du irgendwann gesagt, nee, ich könnte. Dir vielleicht auch vorstellen, dir vielleicht irgendwann einen besseren zu holen. Du bist ja gerade auch noch in einer Junior-Allianz. So, eine Junior-Allianz, kurz gucken. Royal Junior. Okay, steht aber nichts von Ausbildung, Dings, da keine Ahnung was. Von Royals Lions beantwortet. Okay. Hey, da waren dann Turm noch 20. Ach ja, stimmt. Okay, hast du hier auch schon mal mit Trockenlager angefangen? Hier fängst du jetzt auch schon an mit, deinen Farmhäusern, natürlich weniger wie in der Hauptburg, da bist du schon mehr aktiv. Hier bist du auch, denke ich mal, noch ein bisschen was erbauen. Hast auch eine Stallung 1, hast du schon einen Baumeister 1. Ich glaube, in der Hauptburg hast du sogar einen Baumeister 2 drin, wenn ich mich recht erinnere. Also von daher, boah, kannst du im Eis auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Ich schicke dir da mal ein paar Rohstoffe hin. Im Eis. Ja, einfach mal ein bisschen Stein. Ist in einer Stunde da. Also wenn ich morgen das Video hochgeladen habe, am 21.09. September, ja, dann hast du auf jeden Fall 15.000 Stein bei dir. Ja, wunderbar. Das war's dann auch schon. Übrigens, ich kriege auch gerade von jemandem Nahrung geschickt. Ganz nett. Nett alles. Gucken wir einfach mal direkt in die nächste Burg. Als nächstes ist dran der Tor 15. Ich muss auch gerade mal hier wieder die Zeit neu machen. Und zwar von B.E. Guy. Wollen wir ganz kurz mal die Allianz angucken? Oder auch nicht, weniger, keine Ahnung. Allianz 46 Mitglieder, Allianz Level 50. So. Irgendwie stumpf, wenn ich sowas mache. Egal. Also, wir gucken mal in seine Burg rein. Ihr habt auf jeden Fall schon mal sehr viel Deko auf jeden Fall drin. Bist auf jeden Fall auch aktiv. Hab hier, glaube ich, auch nochmal wieder Goldkoloss gesehen. Du weißt ja, also, ich kann gerne irgendwann die Susi nochmal herholen und dann kann sie euch alle nochmal was erzählen zu den
Kolossen und zu den ganzen anderen. Ich glaube, ich lade sie irgendwo nochmal ein und sage, hey, Susi, möchtest du nicht mal einen richtig langen Vortrag über Kolossen und über allen möglichen anderen Scheiß? Da sich unterhalten, dann macht sie das bestimmt und wird hier sitzen und wird euch dann alle dabei böse angucken. Jeden einzelnen. Also, du bist, passt auf, 44 und 46 sein. Also, ziehst du die Halle gut nach, hast eine Stellung 3 auf jeden Fall. Hast dazu auch eine Bäckerei 8, habe ich gesehen. Hast dir auch noch ein bisschen ganz, ganz viel Deko. Dein höchster Kornspeicher ist gerade auf 2. Mauer hast du auf jeden Fall auch schon überall ganz hoch, so wie ich das sehen kann. Und Wachturm. Ach ja, schon Wachturm war hier 7, habe ich gesehen. Ja, super. Unter dir Wachhaus 4 halt. Hast auch 2 drinne. Könntest auch 1 zum Beispiel reinstellen, wenn du möchtest. Aber das ist halt dir überlassen. Hast du auch noch ein bisschen Produktion halt. Hier auch noch ein bisschen Produktion. Ja, bist auf jeden Fall, denke ich mal, gut dabei. Schauen wir mal in deine restlichen Burgen so ein bisschen rein. Und du bist Soldat. Soldat! Da sehe ich schon. Eis. Eis. Okay, hier bist du mit Deko auf jeden Fall noch ein bisschen halt hinterher. Hier hast du auch wieder so ein Reiterbild. Ich meine, Susi, ihr kennt sie alle. Hier könnten noch ein paar mehr Korn speichern anstelle von Farmhäusern. Wachturm 1, aber es ist auf jeden Fall ein Wachturm drin. Stallung 1. Okay, ja, und hier noch Türme halt, aber da bist du auf jeden Fall auch noch gerade noch mit, denke ich mal, dabei. Im Eis verschicke ich übrigens gerade was, von daher im Sand. Da sehe ich schon auf jeden Fall, der Bergfried ist nicht hochgebaut, er ist noch 4. Dann hast du hier, Oh, jetzt werde ich gerade im Hintergrund erzählt. Ist auch egal. Einfach weiterreden, immer weiterreden. Hier sind noch ein paar Kornspeicher auf jeden Fall auf 1. Ich nehme gerade auf! Danke! So. Mitten in der Aufnahme auch noch weitergeredet, kein Problem. Ja, so ist es doch. Komplettes Konzept gerade gebracht. Also hier gehört auf jeden Fall, kannst du auf jeden Fall noch mehr Deko halt reinschmeißen, wenn du was im Event gewinnst. Hast ein Wachturm auf jeden Fall auf 1, das ist nice. Stallung ist auch schon hier auf 1. Stallung ist auf jeden Fall auch nochmal da und hier vielleicht noch ein bisschen halt. Die Türme, hier hinten ist auch noch ein Dreierturm. Hier ist auch noch ein Dreierturm. Hier ist auch noch ein Dreierturm. Ich schick dir mal einen Sandmail kurz ein bisschen. Wieso habe ich eigentlich immer so wenig? Immer wenn ich aufnehme, habe ich immer richtig wenig an den Rohstoffen. Könnte man echt denken, ich hätte nie Rohstoffe. Aber habe ich sogar Rohstoffe. Und hinter mir läuft gerade irgendwas. Ein Hund. Ein Wauwau. Ein Wauwau. Okay, im Feuer. Im Feuer. Im Feuer kannst du auf jeden Fall dich direkt gleich noch Deko. Hier den Bergfried noch auf 4, Mauer, hier auf jeden Fall hast du auch noch ein bisschen was zu tun. Burgmauer, hast du auf jeden Fall schon mal einen Graben auf 1. Hast hier aber eine Stallung, 3, hier hast du noch ein Farmhaus. Ein Farmhaus! hier hast du noch ein bisschen Produktion und noch ein bisschen was anderes. Übrigens, wenn ihr euch gerade gefragt habt, wer da im Hintergrund war, das war meine Mitbewohnerin. Die redet hier auch manchmal. Okay, dann schicke ich dich auch gerade noch ein bisschen Rohstoffe, denn der nächste, den mir gleich kommt. Ich glaube, der braucht keine Rohstoffe. Okay, aber gehen wir jetzt gleich kurz nochmal zum nächsten und ich stoppe mal die Zeit. So, die Zeit läuft. Der nächste, den ich habe, ist der Hannibal Lector von den Legends Lotus. Der hat ja schon manchmal Star-Eye schon manchmal so ein bisschen halt, glaube ich, genervt. Kann ich genervt sagen? Darf ich genervt sagen? Ich sag aber mal genervt. Damit er seine Burg zeigt. Von daher hat er sich bei mir gemeldet. Und ich werde natürlich auch seine Burg direkt zeigen und man kann dir schon sagen, wow. Auf jeden Fall aktiver Spieler bist du. Hannibal Lector. Oder ich glaube, du lässt dich auch gerne mal Honey nennen. Honey Bunny. Hast hier auf jeden Fall Wachturm 10. Hast dein höchster Kornspeicher ist auf 21. Hast viele 20er auf jeden Fall. Deine Halle ist auf 101, ich wollte schon 105 sagen, du bist auf 800. Okay, ja, hast so ein paar Level vor dir, ne? Aber denke ich mal auch, Feuerwache hast du hier auf 4 halt. Bäckerei hast du hier auf 8. Die Weide und Ruhmdenkmal, naja, ja.
Als ob ich meine eigene Meinung halt, ne? Ich würde die mir nie reinbauen. Aber hast du auch sehr, sehr viel Deko. Ich glaube, das ist auch bestimmt recht viel auf öffentliche Ordnung. Könnten mir vorstellen, so, 115 öffentliche Ordnung. Ich weiß es nicht genau. Ich würde einfach mal schätzen halt. Wenn du gerade irgendwann mal das Video irgendwann mal siehst, schreib's mir doch einfach mal unten in die Kommentare rein. Gucken wir einfach mal zum nächsten Bock. Übrigens auch hier schön das Aussehen. Das sieht total knuffig aus. Ich will mir direkt auch sowas holen. Unbedingt. Weiß nicht. Egal. Okay, hier ist auf jeden Fall auch Wachturm 10. Bisschen natürlich auch von Deko her sehr aktiv halt. Türme sind alle hochgelevelt. Muss ich, denke ich mal, auch. Oder brauche ich ja nicht zu sagen halt. Ja. Hast du auch die Stellung 3, hast du den Lazarett 10, Übungsplatz 5, also läuft, denke ich mal, das läuft auf jeden Fall. Dann im Sand. Im Wasser heißt du sogar Honey Bunny. Honey Bunny, du kleiner Honey. Egal. Oder nicht egal. Du kleiner Honey Bunny. Na, 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 Honey Bunny. Okay. Mühle 6 hast du hier, ich glaube, wie auch bei den anderen auch, aber wir haben nur keine andere gesehen. Wachturm 10, Stallung 3, Lazarett hast du auf jeden Fall auch hier auf 10, Übungsplatz 5, Lager. Höchster Kornspeicher ist auf 16, also läuft. Also, das ist hier auf jeden Fall auch ein wirklich sehr aktiver, oh gut, ich glaube schon ein sehr aktiver Spieler bist auf jeden Fall auch. Guter Dinge, gut dabei. Übrigens hier, den Drachen, Honey Bunny. Der Drache, da steht nicht dein Name. Hier steht nicht Honey Bunny oder Hannibal Lecter bei diesem Drachen. Ich wollte es nur mal eben kurz erwähnen. Hier, guck hin. Die Leute wollen ja deine Burg sehen. Wollen sehen, was in deiner Burg. Also, Übungsplatz 5, Stellung 3. Hier hast du wieder ein Wachturm 10 drin. Hier ist auf jeden Fall Bäckerei. Vorher hast du auf jeden Fall alles auch ausgebaut. Von daher, dir kann ich zum Beispiel nicht schicken, aber wir können uns jetzt einfach noch, quasi komplett durch deine Burg halt einmal so durchgewischt, haben noch ein paar Minuten Zeit und wir können einfach uns, deine Burg hier einfach noch ein bisschen geben. Einfach mal 2 Minuten lang nur in deine Hauptburg schauen. Hoffen, dass wir einen Fehler finden! Nein, Scherz. Das ist ja auch eine schöne Hauptburg. Vielleicht möchte ich hier uns ja auch irgendwas sagen. Zum Beispiel, ich liebe Einhörner. Schenk mir Pommes oder irgendwie sowas. Ja, das ist auch ein geheimer Code. Wie zum Beispiel **1***1. Ein binärer Code. Okay, lassen wir das mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne eure Burgen halt unten in die Kommentare reinschreiben, werde ich euch natürlich auch gerne dann halt auch eure Burgen halt einfach auch zeigen. Ich habe es in meiner Liste mal kurz mal geguckt. Ich kann noch Burgen zeigen. Liste, wo bist du denn gerade? Noch Burgen zeigen. Bisschen, ich muss gerade gucken. Also jetzt diese Woche, danach noch eine Woche und noch eine Woche. Also ich kann, glaube ich, noch 4 Burgen folgen, kann ich auf jeden Fall auch locker nochmal wieder so weit zeigen, ohne Probleme. So, da ich dir nichts schicken kann, bekommst du von mir einfach mal ein Geschenkpaket. Möchtest du rote Fahnen haben? Also, sind ja bald die Fremden da, von daher könnte ich dir auch locker rote Fahnen schicken. Ich schicke dir aber einfach mal 10 Heldenbanner. Kommst du bestimmt auch zurecht. Okay, das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, meldet euch gerne, wenn ihr halt auch eure Burgen vorgestellt haben wollt. Auf Wiedersehen, sagt der Ecto-Wolle. Ciao!